Lass mich doch jetzt wegen meinen Haaren, ist doch jetzt kein Problem. Ah, jetzt ist besser. Da kommt schon auch einige, oder? Ja. Kannst du die weißen Haare dann noch wegmachen? Nee, jetzt um das da. Um das da? Das ist cool, das schaut out of bad look. Servus, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Triathlon ist so eine schöne Sportart. Vor allem, wenn man einfach viel Zeit draußen verbringen kann, an der frischen Luft, in der Natur. Es geht also 2 Stunden auf die Rolle. Viel Zeit draußen verbringen kann. Ich war heute früh schon 1 Stunde vorm Frühstück fahren. Nüchtern, diesmal alles andere als nüchtern. Carbs müssen rein, vor allem bei Intensität. Und ich glaube, Susanne, ich muss schon wieder neues Wasser besorgen. Ich hatte aber doch nicht. Ich habe doch jetzt nicht das ganze Wasser, mit dem ich das Morten mixen kann. Da steht auch noch eine Flasche hier. Das hier? Nein. Ach ja, das da hinten. Naja gut, also das ist natürlich jetzt nicht ganz optimal. Aber ich mache das jetzt einfach so. Man kann das Morten ja auch ein bisschen enger sage ich, ein bisschen dichter mischen. Das hier werden jetzt wahrscheinlich, das könnten schon 650 Milliliter sein. Man muss ja mal ein bisschen drauf schauen, dass es nicht zu viel, ja, das geht locker, dass nicht zu viel Calcium drin ist. Das heißt, keine Ahnung, das sind jetzt irgendwie 600 Milliliter, da kriege ich auf jeden Fall die 2x Morten Drink Mix aufgelöst. Und dann werde ich mir in der 1. Stunde noch ein Gel mit Koffein reinhauen. Oder wahrscheinlich sogar nach 1/4 Stunde schon. Genau. Vor noch Espresso, genau. Zwar nicht draußen, aber wenn es erledigt ist, ist eigentlich jede Einheit schön. Und ja, jetzt haben wir 13.22 Uhr, 3 Stunden Training heute schon, durch die Stunde vorher litt. Vorm Frühstück jetzt die 2 Stunden, ich bin sehr zufrieden, auch gerade mit dem mittleren Block bei 420 Watt. Da war ich wirklich, hatte ich die Hosen gestrichen voll, kann man so schon sagen. Aber auch das habe ich dann gut abgehakt und von daher kann ich jetzt dann einen grünen Haken dahinter setzen. Freut mich. Abschnitt, die ich gezeigt hat, dass ich beim Gravelfahren wirklich nichts verloren hätte. Weiß ich auch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es eine bessere Werbung für meinen Reifenplan für die nächsten 2 Jahre gibt. Ich fahre die nächsten 2 Jahre auf allen Rädern nur noch Schwalbe. Mal kurz einen Ausflug auf Schotterpisten gibt. So, ich bin jetzt quasi auf den letzten Meter nach Hause hier durch die Stadt auf dem Fahrrad wegen desolatem Zustand, einer von vielen, ich weiß. 2,5 Stunden wird es werden. 2:13 Uhr, 9:30 Uhr, 3:30 Uhr. Aber zum Schnitt, also alles kontrolliert und bei hey, plus 3 Grad. Next video.